Haben Sie mal ein Beispiel oder Beispiele, was die Kinder Ihnen erzählen, die quasi vielleicht so Opfer geworden sind, von denen Herr Professor Rosenstock erzählt hat oder auf andere Art und Weise in den Medien tätig sind? Naja, ich würde sagen, Gott sei Dank haben wir noch kein Kind getroffen bei unseren Befragungen, das sagt, dass von ihm sexualisierte Abbildungen irgendwo aufgetaucht sind. Das Phänomen gibt es und das ist auch ganz schrecklich und hat auch ein großes Ausmaß. Wenn es denn der Fall wäre, haben die Kinder, mit denen wir gesprochen haben, das noch nicht mitbekommen. Aber was sie natürlich berichten, ist, dass sie blöd angemacht werden im Netz, dass Fremde versuchen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und seltsame Fragen stellen, zum Beispiel, ob sie ein Foto von ihrem Fuß bekommen könnten. Also Kinder sind da vielfältigen Interaktionsrisiken ausgesetzt und es passiert auf gesetzgeberischer Seite ja auch was. Wir haben gerade ein neues Jugendmedienschutzgesetz bekommen, das hoffentlich dazu beiträgt, dass die Interaktionsrisiken stärker angegangen werden. Aber ich kann mir da durchaus noch mehr vorstellen. Und wir haben auch viele Modellprojekte im Bereich der Medienpädagogik, aber wir haben noch keine flächendeckende Medienpädagogik in den Schulen, in den Kindergärten. Da muss auch noch etliches passieren und auch Eltern müssen viel stärker einbezogen werden. Das Problem, dieses Oversharenting, nennen wir das, wenn Eltern zu viel Familienmaterial posten und ihre Kinder in allen möglichen Situationen öffentlich präsentieren, ist für Kinder sehr unangenehm. Es gibt eine Kölner Untersuchung, wo die Kinder sagen, ja, das gefällt mir überhaupt nicht, was meine Mutter da gepostet hat. Ich finde das nicht lustig. Ne? Das ist eine peinliche Situation für mich. Und die Eltern unterschätzen das oft, wie unangenehm das den Kindern sein kann. Und da denke ich, wenn wir medienpädagogische Elternabende machen, dann müssen wir durchaus auch drüber reden, wie Eltern sich im Netz okay verhalten können. Und sie sind ja auch mit ihrer Familiendarstellung wieder Vorbilder für die Kinder. Was kann man im Netz präsentieren? Wie viel Privatheit darf man zeigen? Aber es ist wirklich so, was ich eben erwähnte, zu Beginn, dass unsere Kinder wirklich ganz oft so Werbebotschaften kriegen, ne? Wo sie sich erstmal gebauchpinselt fühlen, oh wow, ich bin so cool, ja, ich werde angeschrieben und ich kriege was umsonst. In der zweiten Nachricht steht dann, ja, du kriegst alles für die Hälfte und wenn dann noch ein Freund was bei uns kauft, dann kriegst du davon nochmal 25%. Ich werde echt irre mit diesen Teilen, das ist ganz Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Sie, Frau Schmidt, auch solche Erfahrungen haben. Aber was mache ich denn da als Eltern? Also, da haben Sie das Recht, einfach zurückzuschreiben, dass die Kinder nur minderjährig sind und dass sie sich das verbieten. Also, klipp und klar Bescheid sagen, das hilft sehr oft. Wir hören es ganz viel. Es wurde die letzten Jahre mehr. Also, meine Kinder sind ja in dem Alter, dass sie es noch nicht mehr bekommen und meine Enkelkinder Gott sei Dank auch nicht. Aber es ist äußerst schwierig. Also es muss irgendwann behandelt werden. Aber da muss man schon mit Juristen nochmal reden, wie diese illegale Telefonwerbung. Das ist ja genauso. Die Kinder kann man nicht direkt als Geschäftspartner anfragen, vor allem nicht in dem Alter. Also es ist eigentlich unmöglich. Also mich ärgert es bloß, alles, was Sie erzählt haben und was heute erzählt wurde, ging wirklich auch lange Zeit an der Politik wirklich vorbei. Also, weil das ist die Kind, das passiert in dem Alter ihrer Kinder und dann bleibt es ja im großen Teil in ihrem Umfeld hängen. Sie sind jetzt eine Mutter, die sich damit beschäftigen sieht, die dann noch reinschauen, was ihre Jungs sicher auch nicht begeistert, wenn sie dann mal lesen, welche tolle Angebote sie bekommen. Aber die meiste ist ja weit weg von den Eltern, wie Sie eben vorhin gesagt haben. Und dann noch weiter weg von der Kontrolle. Und das erschreckt mich, wie das funktionieren kann, wie Firmen, die eigentlich sehr bekannt sind, so
Kinder manipulieren. Und das ist, muss für uns als Politiker wirklich ein Alarm und Politikerinnen ein Alarmzeichen sein. Danke. Ja, nur kurz zur Ergänzung, die Kinder haben es mir gesagt, also ich gucke nicht in den Handy. Herr Professor, Sie wollten noch was sagen. Ja, die Politik spricht sehr viel von Datensouveränität, aber hier sehen wir eben auch die Probleme. Und Sie haben es gerade angesprochen, das trifft ja den Datenschutz für alle. Also hier sind ja Daten gesammelt worden und das tun wir natürlich auf einen großen Stil, eben nicht nur bei Google, sondern auch bei Kinderseiten. Und das ist ein Problem, was wir europaweit haben. Und das heißt, wenn die Kinder angeschrieben worden sind, sind sie ja schon sozusagen, sind ihre Daten eben schon gesammelt. Und da müssen wir im Datenschutz auch viel machen. Und da brauchen Eltern auch ein Bewusstsein. Also ich erlebe wenig Menschen und ich selber nehme mich mit hinein, die datensouverän sind. Denn man kann das heute ganz schwer durchschauen. Es hat sich da zwar gesetzlich in Europa auch was verändert, aber letztendlich kriegen wir gar nicht mit, welche Daten von uns gesammelt werden. Und wir bekommen alle diese Mails. Bei Kindern ist es nochmal besonders schwierig, weil diese professionellen Agenturen, die diese Mails schicken, Werbeagenturen, die wissen eben, wie man Kinder erreicht, wie man sie anspricht. Und es wäre natürlich auch schön, wenn sich die Politik oder andere große gesellschaftliche Einrichtungen professioneller für Kinder interessieren würde, wenn eben die Werbung die einzigen sind, die hier die Kinder ansprechen und den Kontakt zu den Kindern suchen, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass eben hier dann die Kinder auch positiv darauf einsteigen. In der Regel ist es ja so, bei Ihnen ist der Kontakt mit den Kindern gut, deshalb kommen die zu Ihnen. Aber bei vielen Kindern ist es auch so, dass das eben auch in den Kinder- oder Jugendbereich hineingehört, wo man den Eltern das gerade nicht zeigt. Und dass das natürlich heute zur Kinderkultur auch dazugehört, so wie früher die Pokémon-Karten, die man ausgetauscht hat. Damit haben Verlage auch sehr viel mitverdient. Aber letztendlich ist es auch ein gesellschaftliches Problem, wo dann die Kinder nur ein Teil dieses sichtbaren Problems gibt. Und es geht eben hier vor allen Dingen um den Datenschutz, dass eben die persönlichen Rechte der Kinder hier auch geschützt werden. Aber davon sind wir weit entfernt gesellschaftlich. Auch schnell. Ich denke, hier muss man auch wirklich auf die Werbebranche zugehen und auf die großen Produzenten. Es muss wirklich entlarvt werden, wie gezielt hier, wie Sie eben gerade gesagt haben, die Daten der Kinder ausgespeit werden und ja, ihr reitet gern, ihr fahrt gern Fahrrad und dann schreiben wir die mal an in ihrer Sprache und sagen, wie toll sie sind und dass sie das dann auch dazu brauchen. Also das muss man absolut entzaubern und da war man wirklich zu langsam, weil wir in dieser Welt nicht drin sind. Also weil daher hört es wirklich auf, ganz gezielt dann über Agenturen. Man macht sich ja dann nicht ganz selber die Hände schmutzig, man sucht sich ja absolut in demselben Lifestyle die passende Agentur, wenn ein Sportgerätehersteller oder ein Turnschuhhersteller dann gezielt Kinder und Jugendliche anschreibt. Dann muss man das wirklich auch entzaubern und da braucht es wie früher den Bäckerkorb, da braucht es mal einen öffentlichen Pranger dafür, wer so skrupellos Kinder manipuliert. Da bin ich absolut davon überzeugt. Sollte das nicht einfach verboten werden? Was ist denn da so schwierig? Kinder bis so und so vielen Jahren dürfen nicht gewerblich angeschrieben werden. Punkt. Oder bin ich zu naiv? Guter Vorschlag. Es dürfen Kindern mit so und so vielen Jahren in kein Geschäft gemacht werden. Also wenn die heute dann bestellen, einkaufen, dann können sie das, ist es eh hinfällig. Ich verstehe nicht, warum man es dann trotzdem macht.